und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig leckeres Apfelcrumble. Was ist das Besondere an Apfelcrumble? Das klingt irgendwie so komisch. Aber es heißt ja so Apfelcrumble, ja. Das Besondere ist, dass ich mich jetzt gerade schon 10 Mal vorhin verbabbelt habe, deswegen muss ich darüber lachen. Apfelcrumble. Aber das Besondere ist, dass es super schnell in der Herstellung ist, denn man schnibbelt das ganz schnell, gibt dann super leckere Streusel drauf, die wir mit Mandeln und Zimt verfeinern. Und das zusammen im Backofen ist wirklich super fix, super easy und schmeckt wirklich. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der es nicht isst. Und das Besondere an Apfelcrumble ist, dadurch, dass ja auch unten nur Apfel reinkommt und man die Streusel hat, wo der einzigste Anteil ein Mehl ist, kann man das problemlos glutenfrei herstellen. Denn wenn zum Beispiel Leni, also wenn wir das quasi für die Family machen, dann essen wir es alle glutenfrei und es schmeckt wirklich jedem. Also ihr seht, da macht jeder mit und es schmeckt in allen Variationen, die man eigentlich so zaubern kann. Und da das Ganze so fix geht, heizen wir den Backofen schon mal auf Ober-Unterhitze 180 Grad vor. Ich zeige euch mal ganz schnell die Zutaten und dann starten wir auch schon direkt los. Für die Apfelfüllung benötigen wir einmal 4 Äpfel, am besten so leicht säuerliche Äpfel, den Saft von einer halben Zitrone, 1 Esslöffel Butter, die schon mal geschmolzen, 1 Esslöffel braunen Zucker, dann 2 Esslöffel gehackte Mandeln und ein bisschen Vanilleextrakt. Als erstes schneiden wir die Äpfel schon mal in Viertel und ich mache das Ganze jetzt natürlich, es gibt ja auch von dem Pampers Chef viele kleine Helferleins, die einem das Ganze erleichtern. Und da gibt es hier den Apfelmax, der ist nämlich super, der schneidet den, da kann man wirklich einmal so komplett durch und dann hat man in 3 Sekunden, maximal 4 Sekunden, zack, super schöne gleichmäßige Spalten. Und hier in der Mitte habt ihr wirklich nur ein ganz schmales Stück vom Kern, den man entfernt. Also man hat wirklich ganz wenig Reste und hat ganz viel vom Apfel übrig. Und dann schneide ich jede Spalte nochmal so ungefähr in 3 Stückchen. Also nicht zu fein schneiden, eher so ein bisschen gröbere Stücke. Und die Apfelspalten, die legen wir jetzt direkt in der Auflaufform eurer Wahl. Da reicht zum Beispiel eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Ich verwende jetzt einfach hier die Pie-Form von Pampered Chef. Ich weiß, die gibt es aktuell oder die gibt es nicht mehr im Verkauf. Wer die noch hat, kann die gerne benutzen, denn ich finde, das sieht super süß aus hier mit den Rillen zum Anrichten. Und ich hoffe, dass ich dadurch ein schönes Bild kreieren kann. Oder ein schönes Bild schießen kann, eher gesagt. Und wer das Ganze nicht hat, kann einfach die runde Stoneware benutzen oder auch einfach irgendeine andere runde Form. Es würde zum Beispiel auch die Glasschüssel hier von Pampered Chef funktionieren, weil die ja auch in den Backofen darf. Also sucht euch einfach eine backfeste Form aus, in die ihr das schon mal reintut. Und damit die Apfelstücke nicht braun werden, geben wir jetzt direkt den Saft von einer halben Zitrone hinzu und rühren das Ganze schnell um. Und jetzt geben wir einfach alle restlichen Zutaten hinzu, vermengen das Ganze und dann sind wir quasi mit der Apfelfüllung auch schon fertig. Und ganz wichtig, da könnt ihr natürlich alles nach eurem Geschmack machen, denn ich habe mich ja jetzt so für quasi ein bisschen Vanille und die Mandelstückchen entschieden, denn ich finde, die Mandelstückchen sorgen nochmal für ein bisschen Crunch. Und wer auch noch Zeit und Lust hat, kann die Mandelstückchen auch noch in der Pfanne anrösten. Dann schmeckt das natürlich auch nochmal ein bisschen aromatischer. Aber ich bin heute ein bisschen faul. Für die Streusel benötigen wir einmal 100 Gramm braunen Zucker, 1 Teelöffel Zimt, eine Prise Salz, 50 Gramm gemahlene Mandeln. Dann habe ich hier 150 Gramm Mehl Typ 405. Das kann auch problemlos durch glutenfreies Mehl ersetzt werden oder auch durch Dinkelmehl. Und außerdem noch 100 Gramm Butter.
So, und jetzt geht es eigentlich nur noch an die Streusel. Wir vermischen alle Zutaten und verkneten das Ganze einfach mit den Händen. Wer mag, kann sich dann natürlich auch jede Küchenmaschine seiner Wahl zur Hilfe nehmen. Aber ich muss sagen, es geht wirklich ganz fix und ihr habt weniger Geschirr, was ihr einsaut. Und was bei den Streuseln auch noch wichtig ist, ich habe mich jetzt für Mandeln entschieden, weil ich einfach auch die Mandelstücke in der Apfelfüllung habe. Aber ihr könnt da auch genauso Haselnüsse gemahlen verwenden. Und jetzt verteilen wir die Streusel einfach nur noch über unsere Äpfel und dann wandert das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für etwa 30 Minuten. Schaut einfach mal so, vielleicht je nachdem wie euer Backofen ist, nach 25 Minuten schon mal rein. Bei mir kam ich sehr gut mit 30 Minuten zurecht. Einfach so, dass natürlich auch oben die Streusel nicht verbrennen. Wenn ihr die Küche jetzt hier riechen könntet, ich glaube, dann würdet ihr das sofort nachmachen. Ich bepuder das Ganze noch mit süßem Schnee. Da gibt es ja Glitzerschnee von Tecobag in verschiedenen Farben. Der schmeckt super lecker und gibt von oben nochmal so ein bisschen Schimmer und Glimmer. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr probiert es mal aus und schreibt mir, ob es euch geschmeckt hat oder was eure leckerste Apfelidee ist. Denn ich finde jetzt gerade, also ich habe irgendwie total Lust auf Apfel. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Ich finde, wenn man das so als für die Familie, für jetzt einen Sonntagnachmittag oder sowas macht, ist das in so einer großen Form wirklich super. Wer jetzt aber ein spezielleres Dinner oder ein, eher sag ich mal, wenn man das schöner anrichten will, kann man das Ganze natürlich auch in Weckgläschen machen. Da würde ich einfach diese Tulpengläschen, diese kleinen, verwenden. Da könnt ihr nämlich dann auch einfach den Deckel danach drauf machen und so hat dann jeder sein eigenes Gläschen. Was man dazu auch servieren kann, ist natürlich auch eine leckere Vanillesoße. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das so, wie es ist, super lecker und es reicht vollkommen aus. Aber wer dann noch so ein i-Tüpfelchen machen will, kann das natürlich auch noch so servieren. Und meinen Shop verlinke ich euch natürlich auch wie immer. Das Rezept ist auch unten verlinkt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag, wenn wieder Crizzle Time ist. Bis dann. Tschüss.